Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Jetzt in einem kleinen, neuen, kurzen Aufnahme. Ich möchte eigentlich bloß zwei Folgen aufnehmen jetzt noch, die ich noch brauche halt für dieses Wochenende und für die Zeit danach. Und ja, wir hatten gesagt, wir möchten gerne diesen Tempel hier erforschen. Und bevor wir das tun, muss ich ganz kurz nochmal mir einen Überblick verschaffen, was ich eigentlich alles habe. Denn mir ist nämlich aufgefallen, ich habe die Fackeln vergessen. Oh mein Gott, ich habe die Fackeln vergessen. Und ja, als solches wird es dann ein relativ düsteres Video werden. Ich könnte überlegen zu sagen, ja, wir gehen nochmal hoch aufs Schiff. Aber aufgrund meiner Aufnahmenplanung funktioniert das alles leider jetzt gerade nicht. Ihr werdet dafür dann erfahren, wenn es dann die Special-Folge rausgekommen ist. Da werdet ihr dann, denke ich, erfahren, was eigentlich Sache ist. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal in die Düsternis hinab und man sieht schon, da sind Fackeln angebracht. Also ist das gar nicht so schlimm. Und das will ich haben. Eine Hidden Brick Door ist schon mal cool, Leute. Also wirklich, ich finde die cool. Deswegen nehme ich die jetzt einfach mit. Hier sind Banner, die könnte man als nehmen wir die als Zierobjekte mit. Man kann ja da so die ein oder anderen tollen Sachen kann man da nämlich bauen. Wenn wir dann später eine Siedlung haben wollen und so, und wenn wir dann sagen, ja, wir wollen ein paar Glitch in dieser Siedlung haben, dann brauchen wir Dekorelemente, die nämlich von den Glitch sind. Und wir haben hier einen Glitch-Tempel. Das sieht man ja jetzt hier schön. Oh, da ist eine Kiste. Oh, wir werden angegriffen. So. Huh, was ist das denn? Mietz! 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 So, diese komische einäugige Katze da, die wollen wir ja jetzt mal lieber nicht zu nah an uns heranlassen. Ja, wir haben jede Menge Glitch-Einrichtungen. Was haben wir hier? Oh, das ist nochmal so eine einäugige Katze. So. Die fliegen zu weit weg. Das heißt, die kann man nicht mehrmals hintereinander treffen. Oh, viele schöne Sachen. Was nehmen wir dessen? Ach, komm, nehmen wir alles mit. Ja, ich weiß, man könnte den Take-All-Button drücken, aber dann kommen wir ja nicht das Ganze dazu, das alles mal genauer zu betrachten. Nehmen wir alles mit. Und, was haben wir noch? Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Das will ich haben. Das will ich haben, Freunde. Ich komme nicht ran. Müssen wir ein bisschen Dreck opfern? Huch. So. Dann brauchen wir den. Ach ja, wir haben ja den Double Jump mittlerweile. Ja, ich habe mir jetzt noch mal ein paar alte Folgen angucken müssen. Und da habe ich irgendwie ein bisschen vergessen, dass ich ja den Double Jump. Also deswegen habe ich jetzt vergessen, dass ich den Double Jump ja eigentlich, dass wir den ja haben schon. Und weil da in diesen alten Folgen. Oh, sind da viele tolle Sachen. Weil da ja. Oha. Okay, das schauen wir uns alles gleich an. Ich bringe erstmal meinen Satz zu Ende. Da hatten wir den Double Jump Tag noch nicht. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen im falschen Modus. Und ja, gucken wir mal. Ein Dagger, ja, der gibt viel Geld. Silberohr, Tungstenohr. Brauchen wir alles? Nehmen wir alles mit. Das Fass nehmen wir auch mit. Einfach nur, weil es Klasse hat. Und am besten nehmen wir alle drei mit. So, was haben wir hier? Einen weißen Steinbauern. Okay. Eine Schachfigur also. Kann man das nicht lesen? Ich möchte es gerne lesen. Ah, ja, das lesen wir aber gleich erst. Zuerst mal, da wir das jetzt ja schon wissen, können wir es gleich wegschmeißen. So, ja, da haben wir alles, da haben wir alles, da haben wir alles, da haben wir alles. Ich möchte erstmal alles hier plündern, bevor wir weiterlesen. Oh, ein Walkürenhelm. Okay, der bleibt jetzt da. Der schaut cool aus. Ein Doppel-A-Batterie-Pack. So, dass du immer energisiert aussiehst. Ach, kommt schon. So, das sind Schatztruhen. Kennen wir das schon? Jo, den kennen wir bereits. Dann können wir ihn getrost vernichten. Und dann nehmen wir die beiden Schatzkisten noch, Schatzfässer noch mit. Einfach, weil die cool ausschauen. So, haben wir hier oben noch? Nein, da ist Sackgasse. Okay, dann war es das hier. Da haben wir auch schon geplündert. Die Fässer nehme ich jetzt nicht mit, weil die einfach zu viel Platz
Okay, ich nehme die Fässer doch mit. Mr. Walmers Können, nehmen wir jetzt die Fässer mit. Was ist das? Ist das was Wertvolles? Learn to craft small stone brick. Ah. Okay. Interesting. Aber wenn wir einen Pawn haben, also einen Bauern haben, nehmen wir doch die anderen Figuren auch mit, um unsere Sammlung zu ergänzen. Können wir vielleicht am Ende ein ganzes Schachbrett aufbauen, wenn wir lustig sind. Na? Und sie wirkt sehr verlassen, die Festung. Ich rüste trotzdem mal das Schwert aus, weil man weiß ja nie. So, hier geht's nach unten. Auf der rechten Seite haben wir Lava. Ach, Lava nicht hier. Ja, und ich bin natürlich gleich zweimal reingesprungen. Schnell mal Heilung nehmen. Oh. Oh, da kann man schmieden, Freunde. Ich nehm's mit. So, was haben wir hier drin? Wir haben hier... Oh, Gold! Brauchen wir, Leute. Brauchen wir dringend. Für unsere nächste Technologie. Die ich mir natürlich nicht entgehen lassen will. Da ist jede Menge Tungsten. Das brauchen wir auch für Rüstungen. Bandagen können wir auch gebrauchen. Und hier... Oh, ein Hammer. Das ist ja der Hammer. Oh, der Special ist ein sehr nice. Ich habe in dem Test auf... Der Testaufnahme vor allem. In dem letzten Spielstand, den ich hatte, habe ich auch einen mit derselben... mit demselben Spezialangriff gehabt. Und ich muss sagen, der hat reingehauen. Der gefällt mir. Also ich nehme ihn deswegen jetzt mal mit, den Hammer. Und dann probieren wir ihn einfach mal aus. Und wenn er uns nichts taugt, weil er zu langsam ist oder so, dann ja, können wir ihn immer noch weghauen. Wir könnten sie zum Beispiel hier mal ausprobieren. Ja, was haben wir dafür weg? Wir hauen dafür die Bandage raus. So, jetzt können wir dann... Wenn wir hier... Hallo? Hallo, hier. Das kann der nämlich machen. Und ich finde, das ist ein sehr geniales... Ein sehr geniales... Oh, 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 wir sind fast tot. Finde ich um meinen Satz ehrlich mal zu Ende bringen. Ja, hallo? So, ein sehr geniales Special, finde ich. Weil man kann dadurch eigentlich, könnte man auch größere Distanzen überwinden, mit Hilfe dieses Hammers. Ich würde ihn jetzt weniger zum Kämpfen nehmen, als einfach dafür, dass man halt, wenn man jetzt sagt, okay, man hat hier große Weiten zu überwinden, dass man einfach sagt, okay, man geht dahin. Ja, und landet voll in der Lava. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Theoretisch würde das funktionieren. Oh, da oben sind noch... Oh, da oben sind noch Sachen. Die habe ich ganz übersehen, Freunde. Ja, schauen wir mal. Oh, und eine Kiste. Machen wir es halt so. Eine Tech-Card und ein Meta-Manipulator-Modul ist okay. Passt. Was haben wir hier? Doomed Machines. Ist doch dasselbe. Ja, das haben wir immer noch. Dann können wir den auch noch vernichten. So. Jetzt fassen wir wieder mit. Jetzt haben wir den Platz schon verbraucht. Pixels. Immer wichtig. So, hier haben wir eine Kiste. Und ein Upgrade-Modul. Sehr schön. Was haben wir hier? Nix. Was haben wir hier? Auch nix. Dann nehmen wir die drei Kisten auch noch mit. Ja, ich bin mittlerweile so ein bisschen in Mitnehmen-Stimmung. Alles, was wir kriegen können, nehmen wir mit. Tomaten, das da. Dann das Fass. Aber die komischen Trittler... Oh, die Kiste wollte ich mitnehmen. Hätte ich sie jetzt beinahe stehen gelassen. Oh, da oben sind noch mehr. Was haben wir hier? Oh, ein EPP, eine EPP-Verbindung. Ein EPP-Modul, das deine Gesamtenergie ein bisschen boostet. Oh, super. Brauchen wir noch. Und dann nehmen wir die beiden Kisten auch noch mit natürlich. So, jetzt schauen wir mal nach unten. Wir müssen immer noch irgendwie hier an dieser Lava vorbei. So, ja, easy, easy. Schauen wir mal nach oben erstmal. Ob man hier... Okay, da kommen wir raus. Das wollen wir natürlich noch nicht. Sondern wir wollen nach unten. Dann nach rechts. Eigentlich würde sich das hier ganz gut wieder aufbauen lassen als Wohnort. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Dass man halt einfach sagt, okay, wir haben hier so... da ist vielleicht ein bisschen viel Schutt unterwegs und so. Aber man kann ja hier dann was Neues draus bauen. Man kann... Okay, ich... was sehe ich? Dieser Gang hier kann man ja schön ausschmücken. Und dann kann man hier am Ende dieses Ganges zum Beispiel, wenn es hier nach unten geht, hier sagen, hier richtet man eine Wohnung ein oder so. Natürlich muss man dann die Trümmer alle wegmachen und so. Und wir können ja jetzt diese Basic Wall Bricks, können wir ja jetzt herstellen.
Dann können wir einfach dann, um die Löcher zu flicken, können wir diese Wallbricks dann basteln und dann, ja. Und die Lava hier, die können wir ja natürlich wegmachen. Wir haben ja hier, wir können das ja machen mit unserem Meta Manipulator. Und selbstverständlich können wir, ja, wir können das auch lassen, einfach Glas drüber machen. Hat man gleich so eine Art schummrige kleine Beleuchtung. Ja, da kann man viel draus machen aus diesem Tempel. Aber bevor wir irgendwas in die Richtung machen, würde ich erstmal sagen, dass wir den Planeten nur abspeichern und erstmal weiterfliegen. Beziehungsweise, naja, wir müssten hier eigentlich was zu essen anbauen. Ja, also das können wir uns noch überlegen. Erstmal jetzt wird diese Folge hier schön aufgenommen und dann gucken wir mal weiter. So, was haben wir hier? Und ach, wisst ihr was, Leute? Ich gehe erstmal nach oben, weil ich glaube nämlich, oben geht's nicht weiter. Jo, tut's auch nicht. Gut, dann gehen wir wieder nach unten. Und wie ihr seht, man hat ja so, genau, das wollte ich, das könnte man nämlich auch machen. Hier sind wir ja an einem Randgebiet. Das heißt, man kann hier, wenn man jetzt sagt, okay, ich will das ganze Ding noch vergrößern, hier noch nach rechts weitere Räume bauen. Da müsste man halt natürlich neu anbauen, aber man hat theoretisch unbegrenzt Platz. Also halt unbegrenzt insofern, dass man halt den Planeten komplett untermauern könnte. So, hier haben wir jetzt einen besser ausgebauten... eine Fledermaus. Komm her. So. Gib mir deine Pixels. So, Rüstungen. Salben? Ich sag immer Bandagen, obwohl es eigentlich Salben sind. Na, kommt her. So. Leder. Wir wollten ihn ans Leder. Oh, was ist das denn? Bist du böse? Ah, du bist böse. So. Das sah voll creepy aus mit dem Auge und so. Wooden Scaffolding, okay. Nehmen wir mit. Die Kiste, da haben wir auch schon raus. Nehmen wir auch mit. Die Rüstung kommt natürlich auch mit. Wisst ihr was, Leute? Also ich würde das fast schon gerne machen. Das hier ausbauen, hier eine kleine Siedlung gründen und dann schauen, was dann so für Leute kommen. Ja, ich denke, das machen wir. Allerdings nicht in dieser Folge, auch nicht in dieser Aufnahmesession. Ich denke dann, so ab der nächsten Session können wir ja dann überlegen, ob wir dann damit loslegen wollen. Das ist nochmal ein weißer Steinbauer. Können wir dann überlegen, ob wir dann loslegen wollen oder ob wir erstmal nochmal zu einem anderen Planeten fliegen, um bestimmtes Equipment zu organisieren. Kann man da noch überlegen. Und ich nehme jetzt erstmal die Sachen alle mit, weil die einfach, naja, einfach so zur Optik. So, ich nehme mal eine Bandage. Hups. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass wir nicht jetzt hier drauf gehen. So. Das. Die Farm, den Farm-Tool-Ständer. Oh, Ständer gesagt. Ja, ich glaube, hier waren wir schon. Ja, hier hatte ich meinen Vortrag über Ergänzungen gehalten. Ja, ich erinnere mich. Nehmen wir das mit, weil da haben den Platz haben wir jetzt schon gebraucht. Immer wenn ich springe, dann leckt's immer. Schlimm ist das. Garstig, garstig. Oh. Da haben wir den Sadomaso-Keller. Moment, das brauche ich als Thumbnail. Wo haben wir eine Fackel? Brauchen wir? Haben wir irgendeine Fackel? Moment, kann ich denn? Ja, ich könnte Fackeln herstellen. Dann stellen wir doch einfach mal ein paar Fackeln her. Warum geizen? Noch haben wir das Zeug ja. So, wir können hier noch 10 Salben herstellen. Das machen wir einfach mal. Einfach, weil wir gerade so lustig gerade am Craften sind. Wir haben ja auf dem Schiff noch, Plant Fibers, also Fäden. Wow. Puh, fast wäre ich in die Lava gefallen. Wäre ungeil gewesen. Ungeil. Inventar. Haben wir die Fackeln? Wird nicht lange rumgefackelt. Hier. Die hauen wir dann. Hauen wir den rein. Hier rein. Wir brauchen den Hammer ja im Moment nicht. Den würde ich dann, wie gesagt, im Notfall, wenn wir sehen, okay, da ist eine große Distanz, die müssen wir überbrücken. Dann würde ich die da halt dafür nehmen. So. Kurz posen für den Thumbnail. Okay.
So, sind wir hier oben. Eine Kiste mit einem Meta-Manipulator-Modul. Salben. Die haben wir schon geplündert, oder? Nein, die haben wir beide. Okay, ist beide leer. Dann nehmen wir das alles mit. So, die Guillotine nehmen wir noch mit. Das, den Eimer nehmen wir mit. Die Ketten nehmen wir mit. Falls wir mal auf dem Weg ein Alien treffen, das gerne. Oh. Kann auch Barrier, eine Barriere bauen. Nehmen wir mit, natürlich. Notfalls verkaufen wir es. So, die beiden weg. So, jetzt haben wir hier schon wieder eine Geheimtür. Die nehmen wir natürlich mit. Selbstverständlich. Selbst wenn wir hier wohnen sollten, würde hier das alles wieder aufbauen sollten, würde ich das Ganze halt, ja, umgestalten wollen. Dass wir einfach sagen, ja, wir machen da unsere persönliche Note rein. Hier, das könnte dann zum Beispiel ein Lagerhaus werden hier. Das kann man dann hier oben. Ja, da müssen wir hier oben, ist halt viel Flickarbeit, die wir hier machen müssen. Aber okay, das kriegen wir hin. Ich wollte mal gucken. Dauert jetzt eine Weile. So, ja, Heavy Stone Bricks. Genau, die müssen wir nämlich auch noch herstellen können. So, hier können wir auch weiterbauen. Ah, da kommen wir hier hin. Okay. Ein Gang, ein Tunnel. Komm mal her. Ganz Papi, Mami. Sind die von Mami. So. Hier haben wir... Hier haben wir nix. Okay, da waren wir schon. Hier. Ich glaube, da waren wir auch schon. Ja, der leere Raum spricht dafür, dass wir hier schon waren. Dann gehen wir wieder nach oben. Schauen mal nach links. Wo wir auch schon waren. Schauen wir weiter nach links. Wo eine Wand ist. Ja, oh, Kiste. Mit Salben. Und hier ein Fass mit nichts. Ja, geil. So, hinauf. Das nehmen wir mit. Da haben wir auch schon eins. Oh, wir hungern. Haben wir denn was zu essen dabei? Ja, wir haben Dosenfutter. Warum habe ich nicht früher was gegessen? Karotte, should stay fresh, aber weißt du schon. Ah, dann nehmen wir noch die Roasted Carrot. Ach, können immer noch was essen? Ja, egal. So wichtig ist das jetzt gerade nicht. Wir haben ja volle Leben und so. Oder, ja, was heißt volle Leben? Relativ volle Leben. Ja, also, Freunde. Ich merke mir mal diesen Ort hier vor, für eine kleine Kolonie. Wir können ja das als Außenposten dann machen und sagen, ja, gut. Dann steht er halt für Server zur Verfügung, dass man da sich halt mit Ressourcen eindecken kann und so. Und ja, dass wir hier so quasi unsere Siedler herholen. Und ja, dann guckt man halt mal, was dann daraus wird. Und fliegen dann weiter, wenn wir halt dann keine Lust mehr haben auf diesem Planeten. Ich denke mal, das wird dann so 3-4 Folgen oder was, werden wir dann auf diesem Planeten verbringen. Und dann werden wir, ja, weiterfliegen und weiter uns um die Artefakte kümmern. Erstmal teleportiere ich mich jetzt aufs Schiff. Denn wir haben einiges zu planen und einiges zu tun. Das würde ich jetzt gerne also noch machen schnell in dieser Folge. Ich denke, viel mehr wird in dieser Folge auch nicht mehr passieren. Und, ja. So, wir haben ja hier, da haben wir dieses EPP. No augment inserted. Ich mache mal. Ich probiere mal das da. Das da? Nee. Müssen wir das in die Schnellzugriffsleiste? Hä? Vielleicht müssen wir das so machen? Ah, so geht das. So, jetzt haben wir wie viel Energie mehr? Okay, ja, wird nichts drüber gesagt. Dann gehe ich mal davon aus, dass es in Ordnung ist. So, ach ja, wir könnten ja eigentlich hier gucken. 130, also 20 Energie gibt es uns mehr. Schön, schön. Ein bisschen was doch. So, und das ist das gehört in die Kleiderkiste. Dann, was haben wir noch? Ach ja, wir haben jetzt so viele Meta-Manipulator-Module. Wisst ihr was? Dann bauen wir den Meta-Manipulator einfach ein bisschen aus. Und schauen wir mal, was wir könnten wir denn gebrauchen. Was ist das? Increase Effective Manipulator Range by 2 times. Das ist natürlich nice. Deconstruction Rate by 100%. Also wir können schneller abbauen. Was haben wir hier?
Gebiet, das Effektgebiet erhöhen. Also damit kommen wir an weitergelegene Orte hin. Das heißt, dann mache ich das jetzt einfach mal. Und dann, ja. Ja, jetzt können wir nämlich unseren Meta Manipulator an viel weiter, also gelegenen, entfernten Stellen, ja, einsetzen. So, hier kommen jetzt mal die Rohmaterialien rein. Die da. Die könnten wir eigentlich auch mal essen dann demnächst. Das ist ein Ingredient. Eine Ingredienz. Die kommt dann hier rein demnach. So. Zucker, Sugarcane Seed kommt auch hier rein. Zucker, dann Carrot Seeds. Und durch das darüber. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Gold. Das können wir einschmelzen. Wie viel Gold haben wir denn? 3. Plus 2 sind es 5. Fehlen uns immer noch welche. Oh, da haben wir immer noch ein Modul. Ja, egal. Dann schmelzen wir mal das Gold schnell ein. So, das Silber schmelzen wir ein. So, das Tungsten natürlich. Oh, haben wir schön viel Tungsten bekommen. Da könnten wir eigentlich noch schnell in dieser Folge dann, die dazu nutzen, uns noch eine Rüstung zu craften. Schauen wir mal. Tungsten haben wir. Ach ja, wir brauchen ja Baumwolle dafür. Mist. Ja, und ich weiß immer noch nicht, wo man Baumwolle herbekommt. Ja, Mensch, Leute. Ah, garstig. So, Sparrowhead Helm. Da brauchen wir Cotton Wool auch wieder dafür. Schlimm ist das. So, der macht hier, 22,5. Vergleichen wir mal unseren jetzigen, der macht 12,5. Okay. Ja. Da haben wir noch einiges vor uns. Moment, wie viel Baumwolle habe ich denn eigentlich? Könnte ich eines... Ja, ich könnte eins herstellen sogar. Dann könnten wir zumindest unsere Breastplate etwas verbessern. Ja, dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch schnell. Ja, wir müssen hier hin. Cotton Wool. Craft. Hä? Craft. Farbe. Ach, Farbe könnten wir auch noch herstellen. Ja. Und dann könnten wir dann nämlich, wenn wir später dann keine Lust mehr auf das haben, was wir jetzt anhaben, könnten wir es ja umfärben zum Beispiel. Worker-T-Shirt. Das ist einfach nur ein Ding um den Hals, oder wie? Worker's Skirt. Okay. Interessante Kleidung, doch. Ja, dann gehen wir jetzt schnell doch hier herstellen. Ich weiß, wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Oh mein Gott, Leute. Dann forschen wir das mal schnell. Da haben wir wieder etwas für unsere Klamottenkiste. So, zur Klamottenkiste. Da schmeißen wir jetzt das hier rein. Ja. Und dann tun wir das hier da rein. So, jetzt haben wir 175% Schaden machen wir jetzt. Nice. Hier haben wir noch eine Kiste. Da sind allerdings Materialien drinnen. Da können wir das da rein. Und zum Beispiel, irgendwo hatten wir doch noch Cobblestones. Ja, ist gut. Ist schon recht. Ja, hier. Hauen wir die hier mit rein. Und das Heilwasser tue ich auch hier rein, weil das ist sehr wichtig. Das brauchen wir später noch. Wenn wir dann eine Kolonie haben, werden wir da nämlich etwas Tolles mit basteln. Ihr werdet sehen, ich will euch nicht spoilern. Ich werde es euch dann zeigen. Ihr werdet sehen. Ihr werdet begeistert sein. Weiß ich jetzt schon. So, das hauen wir hier rein. Den Dolch hauen wir hier rein. Das können wir alles eigentlich irgendwann mal verkaufen. Wenn wir mal lustig sind, dann denke ich, machen wir das auch. Und ja, dann hauen wir jetzt hier oben noch die Meta-Manipulator-Modules rein. Die Logs, die wir hier haben, könnten wir eigentlich auch da rein tun. Ach, die ganzen Sachen müssen wir auch noch unterbringen. Ja, das müssten wir alles noch unterbringen. Dann haben wir hier, da ist sie nicht drin. Wo haben wir denn die Upgrade-Modules hin? Ah, hier. Gut, dann tun wir das hier dazu. Ach, jetzt habe ich die Goldbarren mit. Ja, ist ein Hin- und Hergerenne, ich weiß, tut mir leid. Die Baumwolle kommt hier rein. Das kommt hier rein. So, und dann können wir jetzt die beiden Barren noch da oben rein tun.
So, da wurde ich jetzt aus Versehen kurz unterbrochen. Tut mir leid. Machen wir an dieser selben Stelle weiter. Wir haben immer noch die Guillotine. Die müssen wir noch an. Ja, wir müssen die Sachen alle noch irgendwo unterbringen. Das heißt, wir stellen jetzt eine der gefundenen Kisten, stellen wir jetzt hier einfach hin, auch wenn es jetzt optisch natürlich nicht ausschaut. Ist das jedoch jetzt im ersten Moment mal egal. Boah, sind die riesig. Ich nehme die kleineren lieber. So, und ich denke, wir brauchen die zweite auch noch. So, stellen wir gleich die zweite auch noch hin. Ach ja, wir haben die kleinen Kisten auch noch. Egal, dann heben wir uns die auf für andere Dinge. Und dann können wir jetzt hier diese Sachen alle unterbringen. So, so, so. Ich schmeiß einfach mal alles rein, was geht. Außer natürlich die Fackeln, die wollen wir natürlich nicht rein. Und so, Nummer 1 ist schon mal voll. Das war die da. Kommen wir jetzt in die da die anderen Sachen rein. Das, da, das, da, das, da, das, 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 das. Ja, das war's. Die Kisten tue ich mal. Oh, wo tun wir die dann hin? Die tun wir hier rein. Dann wissen wir, okay, wir haben hier noch welche. Die können wir dann bei Bedarf natürlich noch hinausstellen. Ich tue mal ganz kurz das ein bisschen umsortieren. Molotow-Cocktails haben wir hier drinnen. Das haben wir hier. Die Dolche tun wir auch noch hier rein. Mensch, die Zeit, Freunde, die Zeit. Haben wir noch eine Tech-Karte. Ich mache das Sortieren jetzt noch schnell in dieser Folge. Also für die Leute, die jetzt außer, die jetzt nicht so geil drauf sind, Sortieren zu sehen, die können jetzt an der Stelle abbrechen, weil es wird nichts mehr passieren. Außer, dass ich hier jetzt Inventar aussortiere. Und ja, in dem Sinne dann könnte ich... Verabschiede ich mich an diesem Punkt schon mal von den Leuten, die jetzt sagen, okay, das Sortieren muss ich nicht sehen. So, neue Tech-Karte. Can develop enhanced techs. Ah, ich glaube, dann weiß ich, wie das mit dem Technologien jetzt dann aussehen wird. Ja, also das wird hier schon mal nicht sein. Ja, das kann hier auch schon mal nicht sein. Hier auch nicht. Hier nicht. Hier. Ah, hier. Hier haben wir sie. So, 64 davon. Oh, Mensch, Leute. Die könnten wir eigentlich mal mitnehmen. Also wenn wir das nächste Mal irgendwo hingehen und wir nicht wissen, wie tief so ein Loch ist, schmeißen wir einfach so eine angezündete von den Flares runter und dann sehen wir einfach, was da unten passiert. Das, denke ich, könnte man eigentlich demnächst mal anfangen. So, den da lassen wir im Inventar. Wie gesagt, wegen dem wegen der Blink-Explosion. So, ja, das passt. Dann haben wir das Inventar schon ausgemüllt. Ja, und dann war es das für diese Folge. Wir haben den kleinen Tempel dort unten, den Glitch-Tempel, sortiert, haben einen neuen Valkyrenhelm bekommen. Und, ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an diesem Punkt von euch. Das war's mit dieser Folge Starbound. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn unser kleiner Held hier beginnt, dann unten seinen, auf dem Planeten, mit den Planungen für eine neue Siedlung. Und, das mache ich noch in dieser Folge schnell. So, Add Bookmark. Ach ja, da kommt mit den Sonderzeichen nicht klar. Posten 1. So, das speichere ich jetzt aber mal ab. Ich habe das jetzt so beschlossen, dass wir hier jetzt einen Außenposten bauen. Wir nehmen diese alten Ruinen und machen die, also verbessern die wieder und bauen die wieder auf. Und ja, holen dann dort uns ein paar Siedler her. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt endgültig von euch für diese Folge. Ein bisschen Überlänge hat sie, aber das ist in Ordnung. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge von Starbound. Tschüss!